Wir müssen ja auch mal Glück haben. Eben. Nach den ganzen Misserfolgen jetzt die letzten Runden. Ja. Naja, richtige Misserfolge waren das auch nicht. Aber es war halt nicht so wie gewünscht. Engelbart, läuft. Genau, und denkt dran, ne, von rechts können Gegner kommen. Ja, auch von links. Ja, können auch von geradeaus welche kommen. Aber die hätten halt weg. Ja, geradeaus ein weniger. Ausgang wäre im Norden. Imo, Imo! Imo, Imo, Imo! Wo ist er hin? Ah, da! Danke. Ich hole erst den Clou. Ah, da ist meine Wurfaxt. Hör ich das richtig? Was? Der Gegner ist hier. Ja. Okay. Ja, jetzt warte, du bist hier den Kuhart. Ja, warte ich doch. Ich hab doch nur schon die Tür aufgemacht. Rennst du da so rein? Alles mal ruhig. Ich bin doch nicht dumm. Habt ihr Haft? Müsste dran sein. Wo ist er hin? Ah, da! Ah, hast du Glück gehabt. Da muss auch schon mal Glück haben, ne? Aber hier gibt's halt einfach viel zu viele Wege. Naja, das Haus ist echt scheiße. Lass uns doch unten absperren und oben dann einfach nur an die Treppen zwei Fallen setzen. Ich mach mal ein Stacheldraht hier oben hin. Ich hab hier eine Falle gesetzt. Hier hängen Aufwertungspunkte. Ich habe hier eine Falle gesetzt. Blink. Ja, wir nehmen hier Aufwertungspunkte. Ja, wenn's das wert war. Nein. Ja, Ausgang wäre da über Pork. Ich habe oben auf der Treppe habe ich auch eine Falle gesetzt, ne? Ja, gut, dann komme ich halt wieder runter. Ja, der kleine BTF, was macht das Spiel mit mir? Ich weiß es nicht. Ich hab's gesehen. Setz mich die ganze Zeit wieder zurück. Ich will hier runterspringen und setz mich zurück. Dann so. Ich hab's gesehen, auf einmal bist du wieder hochgeflogen.
Also gehen wir nördlich raus, ne? Ja. Was war das? Das war eine Laterne. Trinkt jemand? Weiß das, wenn du die da hinlegst, dass die nicht in Brand gehen, wenn du die anzündest? Ich nicht. Nur wenn du die in der Hand hältst. Das ist blöd. Mit Absicht so gemacht. Na gut, dann bring ich sie wieder weg. Hab sie sogar wieder an ihrer Stelle gelegt. Brav. Danke. Guckst du? Ja, Süd, 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 Gegner. Na gut, wir könnten noch raus, ne? Im Norden ist der Ausgang. Aber aus Süd kommen die auf 180 schon, die waren recht nah dran. Ja, die sind sehr laut hier. Na gut. Dann werden wir wohl den Spaß machen müssen. Naja, gut, es kommen ja drei Teams hier hin. Eben. Drei Teams, 24 Kugeln, warte mal, drei Teams, dann 9 Gegner, 24 durch 9, 3 Schüsse pro Gegner. Wow. Nicht ganz. Schlechte Quote, oder? Oh, hat sich schon mal ein Team gefunden. Ein Team kommt richtig weit aus Osten anscheinend erst. Du meinst aus Westen? Eigentlich müsste man die scheiß Chance jetzt nutzen, hier hinten durch die Doppeltür raus, nach Nord und dann schräg rüber zum Ausgang. Ja, sollen wir? Nein. Zu riskant. Machbar wäre es, wenn die sich da weiter bekriegen. Das aber gerade nicht tun. Was nah dran. Quasi rechts schon von uns. Machst du das? Nein. Okay. Ich hab ne Martini. Ne Martini. Lecker. Mhm. Mit O-Saft. Lecker. Grüne Banane. Da hat einer Dings angemacht. Was finden die wohl witzig?
ich muss schon sagen, besonders laut sind die Dinger nicht mehr. Die haben mal mehr gestört. Kommt drauf an, welches Lied gespielt wird. Da schießt einer ziemlich aus der Nähe bei mir. Ja, direkt links von mir. Ich wette, er sitzt hier auf der Veranda. Ein Team könnte oben sein, schon drin. Mhm. Ja, guck mal beide auf. Und guck. Nee, wieso? Ich kann bringt auf die nichts. Eine Treppe auch gucken. Ist einer tot. Also jeder hat eine Tür, ne? Ich hab hier vorne die Haupttür, ja. Ich hab hier vorne das Fenster. Ich hab die Tür hier auf meiner Seite. Hinter mir die Tür ist ja verbarrikadiert oder besser zugemacht. Wieder einer tot. Klingt so, als ob er über mir über die Veranda schleicht. Ich denke dann, da hinten ist das eine Loch, wo die runterspringen können, ne? Wo hinten? Wo dein Vater ist. Dein Loch. Oh, ja. Danke für den Hinweis. Oh, das sind Punkte. Wo sind Punkte? Oben? Da. Hab ich vorhin gesagt. Was für Punkte? Ach so, die Punkte. Ja, da wollte ich eigentlich hin. Deswegen bin ich ja in die Halle gelaufen. Da läuft was. Ist auf meiner Seite. Na, ist auf meiner Seite. Er hat eine Tür aufgemacht. Ist auf meiner Seite meine Tür. Drin. Einer down. Hätte er sich einen Millimeter vorher traut, hätte ich ihn ja ab. Einer oben in die Falle gelaufen. Ich hab die Leiche genau im Blick. Kann ich ja hier. Gerade nach links gelaufen von der Leiche. Und hat sich gerade selber geflasht. Ist auf jeden Fall stark gehittet. Muss sich heilen. Frage ist halt, wie viel Heilung haben die, ne? Nach links gelaufen, Alea, pass auf. Noch eine Falle erwischt. Die sind doch hier immer so geil. Jetzt ist er tot. Wieder down. Setz die Falle wieder hin.
Hab ich doch eine Falle getapst. Ich hab ein paar Bärenfallen da hinten gelegt gehabt, ja. Warum versucht der Idiot das hier nicht durchs Fenster bei mir? Einer ist über mir. Einer ist genau bei mir. Ja, toll! Ist am Fenster! Von rechts auch! Der kann da nicht weg, Ronny. Ich hab ja links noch einen. Hier auch schon. Oh. Denkst du noch die Waffe? Was hast du denn für eine Zweitwaffe gehabt? Eine Dings, Winfield. Ja, warum hast du die nicht genommen? Da wäre er tot gewesen. Damit triff ich nicht auf so nahe Distanz. Hm? Echt nicht? Echt nicht. Ich finde das immer, ich finde das eigentlich leichter. Aber die verzieht stark, das stimmt schon. Nee, ist einfach. Ist einfach. So eine Macke bei mir. Deswegen spiele ich lieber mit der Wetterlinie, die ist doch stärker. Deswegen hat ich ja Doppelpistole. Und wenn ich dann Preis-Leistungs-Verhältnis mache, wenn du jetzt Rockstar oder Red Bull und dir sowas, irgendwie sowas holst, bist du mit dem Pulver einfach viel günstiger. Ja, klar. Bei 50 Portionen, die du da rauskriegst, deutlich günstiger. Wirst du denn wach davon? Das pusht schon richtig gut, also muss ich sagen. Also ich finde das geil. Dann okay. Bringt's ja was. Papa? Ja? Nein, ist nichts für dich. Nein, nicht für mich, für Peter. Ich brauch das nicht. Nee, ich will ja früher sterben, deswegen, ich trinke mit Absicht Red Bull. Das ist quasi ein auf Langfrist geplanter Suizid. Wir haben schlechter, wir könnten auch zur Spinne gehen. Mir ist es egal. Ach siehst du, ich wollte eine andere Pistole eigentlich mitnehmen, damit ich die Hunde töten kann. Keine Sorge, ich habe eine Pistole. Ja, wir müssen halt sagen, erschossen werden, oder ich muss... Ja, ich habe eine Schalldämpfer, das kann ich aber machen. Ja. Ansonsten muss ich gleich mal ringsum auf uns wechseln, auf. Armbrust oder so. Ich muss ja sagen, ich mag die Spinne ja eigentlich lieber, aber ist mir egal. Ich hab Sticky dabei, ich sowohl als auch. Ich habe auch eine Sticky dabei und mir ist der schlechter bei Sticky lieber, den kann man leichter treffen. Ich glaube, der ist sogar hier. Die zieht jeden Moment immer weg. Der ist da. Ja, das ist hier. Oh. Wenn du den Clou hast, gehe ich rein auf Sticky. Aua. Ich komme auch. Ja, ich hab's geschafft. Alles gut. So, du hast genommen. Ja. Ist dran. Raus, Papa. Warum bleibt der stehen? Ist mir doch egal. Wie hat er sich hier festgebackt? Ich mag den schlechter. Ausgang ist
südöstlich für uns am nächsten. Oder nach oben hin. Also wir haben zwei Ausgänge, es ist ziemlich nah aneinander. Oh, hier sind noch Punkte. Blutlinie. Oben. Also hier ist was offen. Warum dann? Falls ihr was zum Verschießen habt, Arkan, ich mach. Ist verschlossen hier. Unten habe ich Bärenfallen gesehen. Ja, ich habe gerade eine hier hingetan. Hier sind auch noch Bärenfallen. Mehrere sogar. Oh, hier auch. Da können wir das ganze Ding hier verminen. Ich habe hier am Tor habe ich jetzt zwei gesetzt. Ich habe auch bei dem barrikadiert. Ihr denkt an den Durchgang, ne? Hier unten? Ja, habe ich schon. Gut. Ist halt die Frage, gehen wir nach Schweinefarm hoch oder nach Hemlock runter? Zum Ausgang. Gehen tun beide. Von der Entfernung her. Bei mir ist es gleich. Habt ihr noch irgendwo Ausgänge, die verbarrikadiert werden müssen? Nö. Setz mal irgendwo doppelt. Doppelt habe ich schon am Haupttor gesetzt vorne. Schuss. Schuss, Silencer. Papa, Ludwig. Aus südwestlich. Also das heißt, nach Hemlock können wir schon mal vergessen. Wenn, dann können wir nur Schweinefarm raus. Na, der Silencer-Schuss war aber nicht südwestlich. Der war weiter rechts. Zwischen Süd und Südwest kam der. Das Fass ist da auch explodiert. Ich hab von rechts auf jeden Fall aber auch was gehört. Papa, duck dich! Ja, ich brauch nur eine Falle zu setzen, dann duck ich mich. So, also hier sind irgendwie so 7, 8 Fallen gesetzt. Ja, Spinne ist in Schweinefarm. Läuft. Gut, wir gehen nach unten. Vielleicht entscheiden sie sich ja jetzt auch nach oben zu gehen, weil das der große Boss ist. Nee. Warum den großen, wenn man erst den kleinen holen kann? Genau. Wir sind weiter. Bitte? Zu meinem kleinen Suizidwitz schreibt der Keks. Darum heißt es ja auch, der Buch verleiht Flügel. Oha! Ja, gut, und recht ist es ja nicht, ne? Naja. Ja. Aber trotzdem, schwarzer Humor. Kennt keine Grenzen. Guckst du? Ja. Ja, ich hab nichts gesehen. Ich sag doch, die gehen nach oben. Das ist jetzt überraschend. Wir würden sagen, wir gehen nach Süden. Ja, ja, wir sind doch nicht lebensmüde. Ich denke jetzt immer, wenn ich so eine. Normalerweise Raumfahrt schon. Das sind diese Dinger da. Oh, lauf da nicht. Oh, wir sollen halt ziemlich weit auslaufen dann. Kann das Vieh sich mal entscheiden? Er ist auf mich zugelaufen, dann hinter Papa und. Okay, war tot. Kannst ja gleich einmal gucken, alle, ja? Ob du irgendwas vor uns siehst. Ja, wenn wir hier vorne sind. Ich hab nichts gesehen. Oh, Wasserteufel. Vor uns ist nix.
Ich habe irgendwie das Gefühl, der Charakter, den ich vom Keks bekommen habe, bringt uns Glück. Jedes Mal, wenn wir rauskommen, habe ich ihn immer rein. Oder verleiht uns auch Flügel. Man weiß es nicht so genau. Ist niemand da. Ey, aua. Aua. Hab ich dich noch verletzt? Ich kann dich nicht nur verletzt haben, du warst auf der anderen Seite von der Dings Kutsche. Die Explosion reicht aber. Ich habe einen Balken verloren. Echt? Anderthalb. Okay, sorry. Nächstes Mal nehme ich eine Gasgranate, ne, Alea? Ja. Hätte ich die auch auf den Kopf werfen können. Mhm. Habe ich nämlich zwei Balken gemacht. Tja, kann ich den schon mal in Rente schicken? Nein, ich meine noch nicht. Nee, ich meine das wahrscheinlich auch noch nicht. So, Messer ist auch nicht gelöst. Könnte ich ja jetzt allerdings wieder mitnehmen, eigentlich. Das ist ein Nacken neu. War dabei, aber sonst hatten wir nur drei als Gegner. Ja, nicht schlimm. Abkommen mitnehmen. Dann das mit das raus. Oh. Dann nehmen wir Stacheldrahtstauberfalle mit. Hab die Tiermaske bekommen. Das ist immer wertvoll. Den Level Unterschied habt ihr beiden jetzt? Was ist da los? Ich weiß nicht. Liegt daran, dass dein Papa letztens alleine gespielt hat, glaube ich. Kann sein. Ich weiß es echt nicht. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, woher 10 Level kommen. Ja gut, gerade, er war ja gerade noch auf 40, dadurch, dass er den Hunter weggeschickt hat. Ach so, ja, deswegen wahrscheinlich. Er hat ja 3 Level gekriegt, der hat ja, vorher war der ja gleich auf. Vielleicht bin ich einfach auch besser. Ach so. Ich sag nicht, dass das so ist, ne, das ist eine reine Vermutung. So, 100 Hunde erschießen. Ja, letztes Mal haben wir ja leider keine gesehen, sonst hätte ich dir welche erschossen. Ja. Alea, das lässt du so im Raum stehen? Ja, hallo? Solange ich weiß, dass es nicht so ist. Du nimmst kleine Spritzen mit? Okay. Ja, ich hab die große noch nicht. Ich auch nicht. Ich hab die große noch nicht. Das ist das erste, was ich mal freischalte, indem ich sofort 4 kleine Spritzen immer mitnehme. Ja, muss ich auch dran denken. Verletzen, heilen, fertig. Komm, Papa, machen wir da auch so. Ich schlag dich gleich einfach wieder. Natürlich, dass ja, du mich aber schlagen willst, weiß ich. Erst beim Rausgehen, ne?